Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Wir sind hier gerade noch gemütlich ein Nickerchen am machen. Oh, stehen auf, war auch ein harter Tag heute. Also eigentlich das letzte Mal. Ja, genau. Genau, speichern. So, wir gehen zum nächsten Zeichen. Und zwar, Karte. Und zwar ist das irgendwo hier unten. Hier ist eins und dann gehen wir noch mal hier hin. Javier. Oder ich glaube, das spricht. Nein, ach man. Da. Javier. Weiß nicht, ob man es so ausspricht. Wir reiten mal dorthin. Mal gucken, was der uns so zu sagen hat. Und dann. Ja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Bis später, Leute. Ja, warte, warte. Ey. Du Idiot, Alter. Habt ihr das gesehen? Er wollte einfach. Ich hab aus Versehen auch mein Pferd angeschossen. Was ist das für ein Arschloch? Yo, help me, Alter. Mein Pferd ist abgehauen. Und dann steigt er einfach auf meins. Warte, wir müssen den ein bisschen verstecken. Sonst werden wir direkt wieder mehr Kopfgeld bekommen. Wir verstecken den einfach hier irgendwo so. Tut mir leid, aber das geht ja mal gar nicht. Einfach mal auf meinem Pferdstand davon reiten. Und bei dir, alles klar? Hast du den Schock überlebt? Ja. Sieht noch stabil aus. Er hat mich auch in die Schulter geschossen. Aber egal. Okay. Wir laufen weiter. Oder reiten weiter. Oh Leute, hier ist ein Fragezeichen. Und etwas spontan. Oh. Wir begrüßen doch den mal. Hallo, was macht der denn? Da ist ja nichts. Wollen den nicht erschrecken, warte mal. Hey, Mister. Oh. Hello. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just... there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh, good heavens. My bag, that thing is robbing me. Go, good heavens. Don't worry. That thing Don't worry. Ich hole es. Ich hole es. können wir der Pferde folgen, bitte? Für den Kojoten, genau so. So. Ach, hier oben ein bisschen. Glaube. Wo ist er hin? Achso, hier vorne rennt er. Warte, wir schießen doch mal so einen Warnschuss. Mein Gott. Ah, die Tasche fallen gelassen, genau. Das wollte ich. So. Der war sympathisch, weil der hat auch so ein Bart wie ich. Versteht ihr, was ich meine? Die Leute sind mir sympathisch. Wow. Yo. Das ist problematisch. Komm, nimm jetzt die Tasche, mach jetzt. Ja, genau. Ich bring die mal zurück, Leute. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. Can't thank you enough. Thank you. Don't worry about it. You take care, sir.
I ain't the one trying to get myself eaten. As I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Look, you think maybe you should leave the wildlife photography to the fellas who know a little something about wildlife? If every great man had thought like that, there wouldn't be any great men. A little ignorance can go a long way. At least, that's what I tell myself. Or it can get you killed. But hey, good luck. Please, if I'm to attract any wildlife, I'll need some privacy. Okay, ja, dann, wenn du das meinst, dann mach das aber. Wir rein jetzt eigentlich dorthin, wo wir. Was soll denn der Aufstand? Okay, wir sollten es mal wieder putzen. Weil wir streiten so ein bisschen, das hilft auch. Okay, wir reiten jetzt zu Ende sozusagen. Oh shit. Wieso werde ich denn jetzt gesucht? Es stand am Anfang, als ich hier hinkam, so wegen tot oder lebendig, aber. Wieso werde ich denn hier auch gesucht? Das ist ja ein anderer Ort sozusagen. Okay, warte mal, kommen die jetzt? Oh ja, die kommen. Oh, shit, Alter. Okay, ich muss mein Verhandlungslevel verlieren, wie in GTA. Das kennen wir doch. Wir müssen da ein bisschen wegreiten. Ich weiß nicht, wie gut es die damit sind, im Suchen. Ja, oh! Ja, oh oh. Scheiße, Sackgasse. Können wir nur hoffen, dass sie nicht näher kommen. Oder auf jeden Fall nicht so schnell. Oder lebendig. Also, die werden safe auf mich schießen. Oh Gott, Alter. Jojo, chill. Beruhig dich. Wir sind beruhigen, kein Geräusch. Take it easy, take it easy. Wann geht denn das jetzt noch? Und vielleicht hier runter. Wir binden kurz unser Pferd an. Dann verstecke ich mich noch ein bisschen besser, falls die kommen. Ich glaube, sie kommen näher. Hier, wir campen einfach hier. Nee, nicht hochgehen. Wobei es später, Leute. Hey Leute, ja, jetzt ist es oben gleich abgelaufen. Wir gehen jetzt mal wieder zu unserem Pferd. Und versuchen hier jetzt wieder hochzukommen. Ja, die ja nicht wirklich näher gekommen sind bisher. Können wir eigentlich auch schon. Genau, jetzt ist auch weg. Popgeld, 5 Dollar. Ja, das geht ja noch. Aber wieso waren die direkt Akku auf mich? Ich habe ja. Doch. Oh, warte mal, wieso sind da rote Punkte? Punkte? Hä? War das? Hä? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir haben. Oh, nee, da unten ist ein Sheriff. Scheinbar. Oh. Wir haben ja hier einfach jemanden, den Typ, der unser Pferd stehlen wollte, haben wir halt erschossen, ne? Vielleicht ist, war das so ein bisschen das Problem. Aber der hat ja unser Pferd gestohlen, von daher, wir mussten uns wehren. Ist hier denn jemand? Ja, steigt doch am besten ins Feuer. Ja. Das Zelt setzen. Ne, machen wir nicht, das gehört ja nicht uns. Oh lol, die liegen hier. Uniforms everywhere. Is she Sean? No. Sean ist hier. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Hey. Just. Where is that little Irish pest? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters. Pictures of Dutch and Hosea. Oh, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or... Cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side and
Then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go. Okay, Leute, warte, ich muss, habe kurz was umgestellt. Aber jetzt habt ihr keinen Desktop-Sound mehr, was zur Hölle? Wartet kurz, ich muss das kurz umstellen. Oh mein Gott, gibt das hier viele? Das hier vielleicht? Ourselves lost. Good and proper. Warte, jetzt ist aber ein bisschen laut. So. It's a big country. Jetzt haben wir auch normalen Ton, ja, nice, Alter. Okay, so. Passt, oder? Nice, nice, nice. Okay, wir müssen jetzt schon mal Sean befreien. Er hat Scheiße gebaut, mal wieder. Hat er das nicht schon einmal gemacht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir ihn befreien. Weil sonst kommt er in ein krasses Gefängnis, wo wir keine Chance mehr haben. Finde das Boot, okay. So. Wenn wir ein Boot finden müssen... Oh, danke, Pferd, hast du angehalten. Warte, wir müssen hier runter, Leute. Definitely as bad as we feared in there, Arthur. Ich habe das drunter geschubst. Ah, ne, hier hinten ist das Kreuz. Heidi McCord. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. Wer kennt noch Heidi? Ich habe das früher mal ziemlich cool gefunden. Wir müssen jetzt hier runter. Enden das hier. Wir waren ja hier schon mal kurz. Wir gehen jetzt nach hinten und... Oh! Aua. Pferd, geht's dir gut? Ja, ne. Okay. Wieso nicht hier runter? Hä? Das. Oh, no. Aber was sollten wir denn machen? Wir haben hier vorne durch oder was? Aber hier kommen wir nicht, nicht runter. Also, wir müssen erstmal. Okay, dann ja, schnappen wir das. Okay, und wieso zur Hölle ist jetzt da drüben auch so ein roter Streifen? Aber es gibt gleich Beef. Will jetzt nicht endlich mal das Boot kapern? Unglaublich hier. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. Oh, okay, warte, jetzt Fernglas. Action. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. Oh, nee. There's Charles on the other side. Let's go. What about okay. The other two Let's down go. There? Wollen wir den jetzt holen oder was? Oder nicht? Oder? I've got an idea. Follow me. Ah, you got an idea. Huh? Er will da runter. Wo wir überfallen die jetzt einfach mal. Ehrlich gesagt. Da abstellen. We should do this quietly if we can. That's you! God damn it, Arthur! Ach, also bringen wir die einfach kurz um, Alter. Aufgeflogen. Ah, wir sollten nicht auffliegen. Das müsst ihr mir doch sagen, Alter. Ich dachte, wir können die jetzt einfach überfallen, dann haben wir Sean zurück. Warte kurz. Okay, so. Kontrollpunkt, neu starten. Ich muss hier kurz was trinken. Ich bin hier immer noch so ein bisschen angeschlagen. Nein, von hier hinten. Oh. Oh Gott, Leute. Ja, ich skippe das für euch. So, Leute, wir sind jetzt wieder hier. Und jetzt auch mal ab und schleichen uns direkt zu ihnen. Ich glaube, wir müssen sie lautlos töten, also mit einem Messer. Wahrscheinlich beide gleichzeitig, also ich und da Dings hier.
Schau wir. Erstmal müssen wir. Me, gentlemen, I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Stay here. Ja, dann verstecken wir uns doch erstmal kurz. Also mich sieht man aber auch kaum bei diesem Stein hier. Wait until he's got them off guard before crossing. Okay. Let's go. Wait here. He's still reeling them in. Gentlemen! Gentlemen! Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Let's go now. Keep down. Oh, ich bin kurz aufgestanden, also immer Panik. Also es ist ja auf jeden Fall schon schön. Wir werden uns nicht gesehen. Er tötet ihn doch jetzt, Alter. Er kickt ihm noch so eins auf Ehre, Alter. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Kann ich das plündern? Warte kurz, ich muss dir kurz plündern. Wir haben noch safe geiles Zeug dabei. Okay. Come on, Jovia ist hier vorne. We got two halfway up canyon to deal with. Du nimmst den links, ich den rechts. Was macht der denn? Soll ich sie erschießen? Weiß nicht, ob ich dann schon wieder etwas falsch mache. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Was soll ich denn machen? Schau wir. Schau wir, hallo. Ja. What the hell? Ach, der andere geht auch wieder zu den Labern. Oder? Ich warte jetzt einfach noch so ein bisschen. Oder da kommt zwar einer. Bist du freundlich oder feindlich? Warten ein bisschen, bis der weggeht. Ich glaube, ich hätte wirklich schießen müssen, Alter. Boah, Headshot. Oh. Oh Leute, da oben sind hier noch mehr. Oh shit. Ich bin nicht besonders schlau. Boah, habt ihr den Schuss gesehen? Der war richtig knapp. Also der an mir. Der ist so an mir vorbeigeflogen. Alter, dick dich doch. Ich muss vordringen. Bau wir, pass auf, Alter. Boah, Headshot. Fuck, Alter, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Vielleicht hätten wir auch warten müssen. Oh! Und da oben ist auch ein Mann. Boah. Ich glaube, der war das Hauptproblem. Ich habe einfach den Hut vom Kopf geschossen, meine ich. Wann hat man da? Genau, bam, tot. Bam, tot. Oh. Da bin ich. Alter, wir haben hier. Oh, du sagst es, Alter. Plündern. Erstmal. Oh, shit. Ja, hör doch auf zu plündern. Waren wir die Pferde? Einer war weg. Ah, die sind schon tot. Oh, Leute, das ging aber schon. Boah, der ist tot. Oh, ich habe ihn einfach gerettet, Alter. Krass. Nee, leider nichts mit plündern. Ja, komm, wir gehen. Komm, komm, hast du schon keine Ausdauer mehr? Oh, shit. Komm, Alter, schlag den um. Boah. Umschlagen. Ich habe gerade gemerkt, wenn man nicht anvisiert, dann geht das viel schneller. Okay. Vielleicht hätte ich auch besser meine Dings mitgenommen. Die große Charles, you take the right. I'll go left. Okay. Let's take these equipment.
goddamn army of these bastards. How much is Sean's bounty? We should turn him in ourselves. Still time. Hitschutz. Das bringt hier wieder unfähig. Wir haben einen Stein geschossen. Einer weniger. Ah. Findest du. Oh ja. Ja, ja. Zack, Alter. Nein! Oh, jetzt war ich ein bisschen zu offensiv. Oh ne, wir müssen wieder von ganz von vorne. Oh nice. Oh, Glück gehabt. Oh. Come on. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess. Let's take these equipment. Oh, direkt in den Kopf. Ja, direkt ein Schuss in den Kopf. Das ist so. How much is Sean's bounty? Still time. Come on. Look out. We got one shooting from the tower. Oh. Der Schuss hat gepasst. Ich sag's wie es ist. Boah. Hardscope. Machen jetzt nochmal ein Messerkill. Boah, haben wir ja. Komm. Schnell wieder in Deckung. Dasselbe mit dem. Komm, mach, mach, mach. Keine Zeit, keine Zeit. Oh Gott. Alter. Boah, das war aber echt. Oh shit. Boah, schon wie? Alter, drei Headshots direkt hintereinander. Was sind wir denn? Also, oh. Ja, wir helfen dem. Dem Sean. Autsch, das ist der, glaube ich, mehr. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah. I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not. Wahrscheinlich extrem. Er ist sicher so ein Typ, der zwar einfach dazugehört, den man halt einfach retten muss, weil er dazugehört. Er ist einfach. Oh, ein Tomahawk. Oh, geil. Ich glaube, er ist einfach so ein Typ, der übelst viel labert und auch immer. Oh, hört, hallo. Ja. Ich glaube, er ist so ein Typ, der wirklich, der eben übertrieben viel labert, die ganze irgendeine Scheiße erzählt. Und sie juckt halt niemanden. Okay, Leute. Ich werde mich jetzt noch auf den Heimweg machen, ja. Und, ja, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Keine Ahnung. Red Dead Redemption 2, mir kam es gerade nicht in den Sinn. Also es war auf jeden Fall sehr interessant, muss man sagen. Und, war auf jeden Fall sehr actionreich heute, als wir Sean befreit haben. Oder so, oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Auf jeden Fall war es mit dieser Folge Red Dead Redemption 2. Oh shit, Alter, was ist denn jetzt los? Oh, fuck, die haben mich wahrscheinlich gesehen. Oh, scheiße, jetzt ist die Angst. Oh nein, mein Hut. Ach, schon wieder. Ah, scheiße. Egal, wir müssen hier kurz ein bisschen weg, Leute. Für die Abmose. Oh, fuck, von hier vorne kommen jetzt Leute. Shit, Alter. Wir müssen jetzt kurz uns verstehen. Leute, da unten ist ja ein Indianer. Camp oder was? Also, Tippi, Zelter halt.
Oh fuck, Alter, da kommen wirklich Sheriffs. Gott, Alter. Komm, jetzt mach doch Pferd. Oh. Wir sollten schnell zurück, ich glaube hier ist nicht. Du hast den Hut verloren. Du kannst deine Garderobe erneut holen. Ja, das muss ich leider. Ich habe wirklich meinen Hut verloren, nicht schon wieder. Okay, warte mal. Wir gehen hier kurz hier oben drauf. Da geht doch da drauf, Pferd. Alter. Ah, jetzt. Alter, dieser Überblick, den wir hier haben. Okay. Leute. Oh, krass. Das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption 2. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es heute fandet. Das war's mit dieser Folge Red Dead Redemption 2. Wie manchmal will ich es eigentlich noch sagen. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Lonesome Cowboy.